Hallo und willkommen bei den Denkreisen. Die Wiedertäufer mochten für einige Monate eine Art Auszeit erfahren haben, da die unmittelbaren Angriffe auf die Stadtmauern von da an ausgeblieben waren. Doch spitzt sich auch ohne Kriegshandlungen die Situation zu. Die Truppen der Belagerer machen die Stadt von außen dicht und somit sind die Münsteraner von jeder Nachricht abgeschnitten. Sie verbringen Wochen, gar Monate damit, auf die Verstärkung, vor allem aus Holland, zu warten, doch niemand erscheint. Sie erfahren kaum davon, wie schlecht es den einzelnen Aposteln ergangen ist, dass einige von ihnen bereits hingerichtet worden sind, während andere im Kerker sitzen. Die Belagerer draußen sind allerdings nicht untätig. Sie verbringen den September vor allem damit, die Zeltlager abzureißen und an ihrer Stadt große Blockhütten zu bauen. Der Zerfall des Belagerungsheers nach dem misslungenen Hauptangriff am 31. August mutete wie ein Fiasko an, doch nach dem Bau der Blockhütten stellte sich auch eine gewisse Entlastung der Fürsten und Anführer dar. Die Truppe war nun deutlich kleiner und somit billiger und sie war für die Überwinterung gewappnet. Mitte Oktober gelang es Bischof Franz, einen neuen Verbündeten zu verbuchen. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen war in das Geschehen eingestiegen. Das war jedoch keine leichte Geburt gewesen, denn Franz von Waldeck und Johann Friedrich von Sachsen hatten eine Menge Probleme miteinander. Zum einen war der Kurfürst ein Gönner der Lutheraner und bezichtigte Bischof Franz, bei einer Unterscheidung zwischen Protestanten und Anabaptisten gänzlich ignorant zu sein. Was ein wenig unfair ist. Diese Missstimmung ging auf ein Ereignis vom Jahresanfang zurück, auch bekannt als das Blutgericht von Bewerkern. Damals hatte das von Bischof Franz eingesetzte Gericht auf hartes Durchgreifen gesetzt und am Ende hatte man Männer dem Feuer übergeben und mehrere Frauen ertränkt. Johann Friedrich von Sachsen hatte dem Bischof vorgeworfen, hierbei Dr. Wieck und Jaspar Schröderkern ermordet zu haben, zwei bekannte Protestanten aus Münster. Die Bischöflichen hatten dies verneint und betont, dass alle Hingerichteten Wiedertäufer gewesen seien. Doch die Lutheraner waren sich sicher, dass beide Männer Gefangene des Bischofs waren. Über ihren Verbleib hat man nie wieder etwas erfahren und ab März hatte man angenommen, die verschwundenen Evangelikalen waren tot. Der Kurfürst von Sachsen gab dann Anfang Oktober nach, als eine Gesandtschaft des Bischofs Franz bei ihm eintraf und erneut, bewaffnet mit einem dringlichen Schreiben des Landgrafen von Hessen, um dessen Unterstützung warb. Johann Friedrich von Sachsen war ein kurioser Charakter. Er war berühmt für seine Fettleibigkeit und später auch für seinen Hang zum Alkohol. Heute sagt man ihm nur wenig politisches Talent nach, doch er hatte zum Beispiel die Hohe Schule von Jena gegründet, die nur 4 Jahre nach seinem Tode zur Universität erhoben wurde. Ende Oktober, vielleicht Anfang November, erschien Theodor Fabricius im Lager der Belagerer. Eine weitere kuriose Persönlichkeit, die sich in die laufenden Ereignisse eingeschaltet hatte. Fabricius war ein namhafter Theologe, der in den Diensten des Landgrafen von Hessen gestanden hatte und mit den Empfehlungsschreiben weiterer Aristokraten ausgerüstet kam. Sein Ziel war es, zwischen Bischof Franz und Jan van Leyden zu vermitteln. Ein Sachverhalt, den Bischof Franz eher als eine lästige Verkomplizierung der Vorgänge empfunden hatte. Nach einigen Tagen war es Fabricius gelungen, ein gesichertes Geleit seitens der Wiedertäufer auszuhandeln, so dass er die Stadt betreten und unbescholten wieder verlassen konnte. Ich weiß, es ist ein furchtbarer Vergleich und vollkommen unangemessen, aber ich fühle mich bei dieser Episode an Jürgen Totenhöfer erinnert, der für einige Tage den islamischen Staat besucht. Egal, lassen wir das. Fabricius wurde schließlich von Jan van Leyden in der Stadt empfangen. Hier ist, was Karl-Heinz Kirchhoff über diese Begebenheit schreibt. Fabricius erklärte dem König Johann Bockelson, er sei gekommen, um ein Friedensangebot Münsters entgegenzunehmen. Wenn sich die Stadt nicht ergebe, würden sie von Kaiser und Reich angegriffen und wenn die 7 Blockhäuser nicht genügten, würde man 70 bauen. Aber die Täufer beharrten auf ihrem Standpunkt, dass man sie zu Unrecht angegriffen habe. König Johann lud den Gesandten ein, über Nacht zu bleiben und führte ihn dann durch die Stadt. Den Bürgern war es verboten, mit ihm zu sprechen und das Volk erschien ihm bedrückt und, Zitat Fabricius, sehr traurig zu sein. Als Fabricius fragte, warum sie die Kirchen zerstörten, erhielt er zur Antwort, eher sie dem Papsttum und der Pfaffenmissbrauch wieder annehmen, wollten sie eher das Kind in Mutterleibe essen und alle sterben. Er verbrachte die Nacht im Palast des Königs, wo er dessen 4 Frauen sah.
Am nächsten Morgen hörte er von den Räten des Königs, sie könnten wohl mit einem weltlichen Fürsten verhandeln, doch niemals die Stadt dem Bischof und dem Stift überlassen. Sollte es aber geschehen, wäre zu besorgen, sie mussten alle sterben. Fabricius kam somit unverrichteter Dinge zurück und konnte nur einen Bericht anfertigen und entsprechend abgeben. Niemand hätte von Bischof Franz von Waldeck verlangt, dass er den Stift aufgibt und sich von seinen Bemühungen zurückzieht, nur damit zum Beispiel Philipp Landgraf von Hessen an seine Stelle trat und mit den Wiedertäufern einen Frieden aushandelte. Es wäre nicht die falscheste Strategie gewesen, falls man den Ratgebern Jan van Leidens Glauben schenken konnte. Ohnehin hatte Dr. Fabricius mit nicht ganz ehrlichen Karten gespielt, denn er hatte mit den Maßnahmen des Kaisers gedroht, eine Option, die zu dem Zeitpunkt gar nicht auf dem Menü stand. Niemand rechnete vor Münster mit den kaiserlichen Truppen und niemand war bereit, diese Option zu begünstigen. Obwohl, wie wir bereits festgestellt haben, es hierbei gewisse Dialoge mit dem Herzogtum Burgund gegeben hat, das hier die habsburgischen Interessen vertrat. Innerhalb der Stadt Münster hatte man bereits im Dezember begonnen, die Pferde zu schlachten. Der gemeinsame Hunger rückte immer näher. Interessant ist die Episode um Heinrich Graes. Er war einer der Apostel, über die ich in der vorletzten Episode gesprochen hatte. Einer von den 27, die entsandt wurden, um Anhänger zu rekrutieren. Heinrich Graes sollte nach Osnabrück gehen. Dort wurde er auch festgesetzt, eingekerkert und gefoltert. Um schließlich der Feuerhinrichtung oder dem Scharfrichterschwert zu entgehen, willigte Graes ein, für den Bischof zu spionieren. Doch dafür musste man ihn mit einer triftigen Erklärung wieder zurück in die Stadt Münster einschleusen. So traf er dort im Morgengrauen ein, am ganzen Körper mit Ketten gefesselt, und erzählte die gänzlich abwegige Geschichte, ein Engel hätte ihn in seinem Kerker in Iburg besucht, befreit und hier abgesetzt. Und dies wurde kaum angezweifelt, was ein wichtiges Detail ist, um die Gesinnung und mentale Verfassung der Menschen in diesen Monaten besser zu verstehen. König Johannes alias Jan van Leyden kaufte Graes die Geschichte ebenfalls ab und schickte ihn Anfang 1535 erneut los, um in Wesel und Holland für die Wiedertäufer zu werben. Doch Graes nahm den kürzesten Weg zurück nach Iburg, wo er dem Bischof über alle Verbindungen und geplante Maßnahmen der Wiedertäufer berichtete. Wie gesagt, bestand nun die zentrale Maßnahme seitens der Belagerer in einer möglichst dichten, lückenlosen Einschließung der Stadt. Dies war ein Vorgang, den man im Verlauf all der Kongresse, Ratssitzungen und diplomatischen Begegnungen, und es gab ihrer mindestens ein Dutzend in all den Monaten, immer hinausgezögert hatte. Zum einen hätte es bedeutet, zwischen den großen Blockhütten Verbindungsgräben und Wälle zu errichten, was noch mehr Geld kostete, das niemand so recht vorstrecken wollte. Zum anderen gab es auch Bedenken menschlicher Natur. Wäre Münster erstmal hermetisch abgeriegelt, war Hunger die Folge, doch man wusste genau, dass viele der Leute in der Stadt lediglich Gefangene der Wiedertäufer waren und ihre Loyalität zu Jan van Leyden nur mimten, um aus dieser Sache, lebendig herauszukommen. Vielleicht spielte hier auch eine Rolle, dass Bischof Franz von Waldeck einen leiblichen Sohn in der Stadt hatte, namens Christopher, respektive Christoffel. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist eine wirklich seltsame Geschichte und an seltsamen Geschichten mangelt es bei diesen Ereignissen nicht. Christoph von Waldeck war des Bischofs ältester Sohn. Als der katholische Würdenträger seine berühmte Beziehung mit Anna Pohlmann eingegangen war, aus der übrigens 8 Kinder entstanden sind, war Christopher bereits 3 Jahre alt. Doch über seine Mutter wissen wir leider nichts. Christopher war am Anfang der Belagerung, also im Frühjahr 34, bei seinem Vater im Lager der Landsknechte. Es heißt weiter, er war unvorsichtig, gedankenlos bei dieser Sache gewesen und ein wenig unerfahren bezüglich der Angelegenheiten des Krieges. So wanderte er im Niemandsland vor den Toren der Stadt und geriet in eine seltsame Situation. Bei einem kurzen Ausfall der Wiedertäufer gegen die Landsknechte vor einem der Stadttore Münsters geriet Christopher in Gefangenschaft und wurde als edle Beute Jan van Leyden zugeführt. Dieser ließ ihn dann als seinen persönlichen Pagen dienen, offensichtlich um den Vater, Franz von Waldeck, zu demütigen. Doch so lernt der Christoffel die Engele Kerkerin kennen, die, wie wir aus der berühmten Namensliste wissen, eine von Jan van Leydens Ehefrauen war. Sie ist eine Gestalt, über die wir noch weniger wissen, doch es fällt auf, dass sie die einzige Ehefrau des Wiedertäuferkönigs ist, außer Königin Divara selbst, die über 20 Jahre alt war. Über das Verhältnis zwischen Christopher und Jan van Leyden könnte ich an dieser Stelle nur spekulieren.
Doch es scheint so zu sein, dass Jan van Leyden Engele freigegeben und einer Heirat zwischen ihr und Christoffel zugestimmt hatte. Denn Christoffel von Waldeck und Engele Kerkering wurden noch in der belagerten Stadt getraut. Seltsam. Die Maßnahmen um die Abriegelung der Stadt schleppten sich hin und niemand war anfangs gewillt, inmitten des Winters für solche Arbeiten große Menschenmengen einzusetzen. Doch es sprach sich durch Gefangene und Überläufer auch herum, dass die Täufer Ende März ein Ersatzheer aus Holland erwarteten und dann mit zwei mächtigen Wagenburgen den Belagerungsring durchbrechen sollten. Auch das war natürlich nur ein Gerücht. Die Heeresführer hatten dies jedoch für möglich gehalten und so Druck auf Bischof Franz ausgeübt, dass dieser endlich ein patentes Grabensystem vorantriebe. So fing die mühsame Arbeit in aller Hast an. Und obwohl natürlich von außen keine neue Anabaptistenarmee gekommen war, beendete man die Anlage in den ersten Apriltagen. In Münster zeichneten sich ab Januar Dinge ab, die nicht überraschend sind. Das Volk begann schwer zu hungern. Eine Suche nach übersehenen oder versteckten Nahrungsmitteln brach aus. Im Palast des frisch gebackenen Königs und seiner Frauen blieb diese Bedrängnis erstmal aus, da Jan van Leyden offensichtlich eigene Vorräte hatte. Im Dom von Münster, der zu einer Art Festhalle umfunktioniert worden war, veranstaltete König Johannes und Divara Schauspiele und Spottmessen, um die Menschen von ihrem wachsenden Gram abzulenken. Und das funktionierte jeden Tag etwas schlechter. Doch die meisten setzten lieber ein starres Lächeln auf, denn zu sehr fürchtete man den Zorn und die Rache des Wiedertäuferkönigs. Und so hungerte man und wartete auf den Frühling. Die Unruhe, die schlechte Stimmung in der Bevölkerung, die konspirativen Blicke und das wachsende Murren, all das entging dem engsten Kreis der Sektierer nicht. Und so tat man das eine, was diese Leute in der Vergangenheit mit Erfolg eingesetzt haben. Man versprach einen Heilstermin. Hermann Rothert schreibt in seinem Büchlein über die neue Voraussage: Das Vertrauen zum Könige schwand dahin, die Bevölkerung murrte, wiederholt kamen verräterische Anschläge ans Licht. Doch jeder Unbotmäßigkeit folgte die Todesstrafe. Und die bedrückten Gemüter aufzurichten, verhieß Johann eines Tages dem Volke, dass Ostern 1535 die Rettung kommen solle, und er verpfändete seinen Kopf dafür. Offenbar rechnete er damit, dass die Erhebung in den Niederlanden endlich Erfolg haben werde. Aber die Ostertage gingen vorüber, ohne dass die ersehnte Hilfe erschienen wäre. Johann vertröstete weiter. Um Siegeszuversicht zu verbreiten, verfiel er darauf, 12 Herzöge einzusetzen, die demnächst Deutschlands Provinzen regieren sollten. Einstweil mussten sie sich mit der Aufsicht über Stadttore und Torrundele begnügen. Derweil wurde die Not immer größer. Als kein Fett mehr vorhanden war, streute man Salz aufs Brot. Dann gingen auch die Getreidevorräte zur Neige. Seit April 1535 war das Volk genötigt, sich an Hunden und Katzen, Ratten und Mäusen zu vergreifen. Schließlich blieb ihm nichts zur Nahrung übrig als Kräuter und Gras. Die Menschen wurden so mager und elend, dass sie Gespenster und Schatten der Abgeschiedenen ähnlicher sahen als Lebenden, berichtet Kersenbrock. Schließlich konnte Johann nicht umhin, jeden, der die Stadt verlassen wollte, den Auszug zu gestatten. Viele zogen dem langsamen Hungertode das Schwert des Feindes vor. Etwa 1500 Männer und Frauen mit zahlreichen Kindern verließen die Stadt. 600 bis 700 Männer wurden von den Söldnern erschlagen. Den Frauen und Kindern wurde der Übertritt verwehrt, sodass sie wochenlang im Niemandsland, dem Königreiche, auf freiem Felde umherirrten, von den Landsknechten ein Stück Brot erbettelnd, bis der Bischof sich ihrer erbarmte. Bei Karl-Heinz Kirchhoff kann man lesen: Die Folgen der Einschließung zeigten sich bald. Schon am 14. April erfuhr der Pfennigmeister Hageböck von einem Gefangenen, dass die Täufer Frauen und Kinder aus der Stadt jagen wollten. Ende April meldete Graf Daun dem Bischof, dass täglich alte Leute, Frauen und Kinder in Scharen aus der Stadt flüchteten und vor den Schanzen liegen blieben. Sie erzählten, die Täufer jagten alles hinaus, was nicht wehrhaft sei. Mit dieser Möglichkeit hatte man offensichtlich nicht gerechnet. Die Räte des Bischofs meinten, man könne die Leute nicht allesamt totschlagen, auch wenn man sie freiließe, würden sie an anderen Orten Aufruhr erwecken. Zwar sei es erbärmlich und schrecklich, sie vor aller Augen Hungers sterben zu lassen, aber sie wollten sich lieber vor der Stadt erschlagen lassen, als in Münster verhungern. Die Räte schlugen vor, den Täufern zu schreiben, dass man die Austreibung nicht dulden und die Leute zurückschicken würde. Der Bischof hielt einen Brief für unnütz und schlug vor, zur Abschreckung einen Gefangenen hinzurichten, auf Pfahl und Rad vor einem Stadttor aufzustellen und einen Zettel an den Pfahl zu heften mit der Warnung: So erginge es allen, die aus der Stadt kämen.
Wenn die Stadt sich aber sofort ergebe, wolle man die Unschuldigen verschonen. Wirklich wurden am 26. April 4 Gefangene enthauptet und auf Pfahl und Rad vor der Stadt aufgestellt. Doch auch draußen in den Reihen der Belagerer sahen die Dinge nicht rosig aus. Die versprochenen Gelder kommen nur sehr unwillig ins Lager und müssen unentwegt in aller Freundlichkeit den Gönnern abgemahnt werden. Die Frustration unter den Landsknechten ist hoch. Auf beiden Seiten fühlt sich die Situation wie ein Pulverfass kurz vor der Explosion an. Doch dazu mehr in der nächsten Episode. Zwar hatte ich damit gerechnet, dass diese 11. Folge die letzte sein würde, doch während ich über diese Vorgänge lese und recherchiere, tauchen noch immer neue Informationen auf meinem Tisch auf. Faszinierende Details, die ich eben nicht unerwähnt lassen wollte. Und so werden wir wohl erst in der nächsten Folge das Finale anvisieren. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.